Dieser Höhenkletterer starb wohl auf die grausamste Weise, die man sich noch vorstellen kann. Schaut euch unbedingt Part 1 an, um zu verstehen, wie John in diese missliche Lage kam. Der erste Retter, der John erreichte, trudelte gegen 1 Uhr nachts ein, da war John bereits fast 4 Stunden eingesperrt. Da er mit den Beinen nach oben eingesperrt war, strömte das ganze Blut in seinen Kopf. In den ersten 24 Stunden arbeiteten fast über 100 Rettungskräfte daran, John aus dieser Höhle rauszubekommen. Schnell wurde eine Art von Flaschenzugsystem entwickelt, um John aus dieser Höhle zu ziehen. Das klappte am Anfang relativ gut, bis sich plötzlich der Riemen löste und John wieder zurück in die Höhle fiel. Der Rettungstrupp wusste, dass die einzige Möglichkeit, John herauszuholen, darin bestand, seine Beine mehrmals zu brechen. Das wäre einfach eine unmenschliche Tat gewesen, daher beschlossen sie nach 27 Stunden, John eine Beruhigungsspritze zu geben. John sprach also nochmal kurz mit seiner Frau und schlief dann für immer ein. Kurz darauf wurde die gesamte Höhle mit Zement zugeschüttet. Johns Körper ist bis heute noch da drin.